Hallo Elektronikfreunde, mir ist letztens hier dieser alte Festplattenmotor in die Hände gefallen aus einer Restekiste und derzeit habe ich aber keine Verwendung dafür. Also ich weiß jetzt nicht, was ich damit antreiben sollte. Man kann aber so einen Motor auch verwenden als Drehimpulsgeber. Der Motor ist hier vom Typ BLDC, also Brushless DC Motor und ich will mal kurz zeigen, wie dieser als Drehimpulsgeber funktioniert. Dadurch schließe ich den mal hier ans Steckbrett an. Schalte hier oben ein und dann achte man mal hier auf die Anzeige. Wenn ich jetzt also hier drehe, dann zählt er hoch. Jetzt in dem Fall bis 9. Wenn ich weiter drehe, bleibt er bei der 9. Erst wenn ich rückwärts drehe, dann zählt er wieder zurück und bleibt bei der 0 stehen. Wie ich das gemacht habe hier, wie die Schaltung aussieht und wie die Software vom Mikrocontroller ausschaut, das möchte ich hier einfach mal zeigen. Ein Brushless DC-Motor hat ja drei Spulen. Ich habe das hier mal versucht zu zeichnen. Also hier sind diese drei Spulen. Und die sind untereinander hier in der Mitte miteinander verbunden. Und nach außen sind also dann drei Anschlüsse zu finden. Und man muss die dann entsprechend bestromen, die Spulen. Und zwar mit dem Signal, was jeweils um 120 Grad versetzt ist. Und dann fängt an, der Rotor sich zu drehen. Wenn ich den BLDC als Drehimpulsgeber verwenden will, dann drehe ich natürlich den Rotor und gucke, was hier am Ausgang rauskommt. Und um das zu tun, braucht man natürlich ein Oszilloskop zum einen. Ich habe das hier mal aufskizziert. Ich habe also hier die drei Anschlüsse von dem BLDC. Dann habe ich hier das Oszilloskop mit drei Kanälen und wichtig ist jetzt, ich habe hier den Ground vom Oszilloskop, der geht meinetwegen hier an den Anschluss 3, sodass ich dann die Spannung zwischen 1 und 3 und 2 und 3 messen kann mit dem Oszilloskop. Ich brauche jetzt aber auf jeden Fall noch einen Differentialtastkopf, um zwischen 1 und 2 zu messen. Würde der nicht sein, dann würde ich ja mit einem der beiden hier die eine Spule kurz schließen. Also ich brauche hier auf jeden Fall einen Differentialtastkopf, um die Spannung zwischen 1 und 2 zu messen, da ja 3 bereits mit Ground sozusagen vergeben ist. Und ich will das mal ganz kurz hier im Aufbau und am Oszilloskop zeigen. Hier ist jetzt der Anschluss des BLDC an das Oszilloskop zu sehen. Zum einen haben wir hier den gelben, der ist jetzt hier derzeit an dem Ground vom Oszilloskop. Dann haben wir den rot-schwarzen, damit messe ich hier also die eine Spannung. Am weißen messe ich die andere Spannung hier mit diesen beiden normalen Tastköpfen. Und die Spannung zwischen diesen beiden messe ich hier mit diesen beiden Messspitzen und da ist jetzt ein Differentialtastkopf angeschlossen. Man sieht es jetzt gleich auf dem Bild, was passiert, wenn ich den Motor drehe, wie sich die Spannungen dann ergeben. Ich drehe jetzt hier mal den Motor langsam. Man sieht also, die Spannungen werden erzeugt. Wenn ich den Motor schneller drehe, erhöht sich die Frequenz und auch die Spannungshöhe. Ich werde jetzt mal in den Single Mode gehen und das einmal aufzeichnen. Und was man jetzt sieht, ist, die Spannung generell ist auch sehr klein. Also ich habe jetzt eingestellt 100 Millivolt pro Kästchen. Ich habe relativ schnell gedreht. Man ist dann also hier bei 1, 2, 3, 4, 5 bis 600 Millivolt Peak-to-Peak-Value. Und wenn man jetzt eben langsam dreht, kann es durchaus sein, dass man eben nur plus minus 100 Millivolt hat. Was man jetzt hier sehr schön erkennt, sind natürlich die drei Phasen. Und man sieht die violette Linie. Die violette Spannung hier, die steigt zuerst an, dann kommt die blaue und dann kommt die gelbe. Und ich habe ja rechts rum gedreht. Wenn ich jetzt links rum drehe, ich werde das jetzt nochmal aufzeichnen, links rum, na nochmal, dann sieht man, jetzt ist auf einmal die gelbe Linie zuerst oben, dann kommt die blaue und dann kommt die violette. Das heißt, hier kann ich schon mal erkennen, in welcher Richtung ich drehe. Und das macht man sich dann natürlich auch später in der Schaltung zunutze. Für die Erkennung der Drehrichtung reichen aber auch nur zwei Phasen. Ich werde mal Folgendes machen. Ich werde mal hier den dritten Kanal ausschalten. So. Und jetzt nochmal drehen. Also ich drehe hier einfach mal. Huch. Jetzt sieht man, dass die blaue Kurve sozusagen zuerst nach oben geht. Und wenn ich rückwärts drehe, dann ist es die gelbe Kurve. Und damit kann ich schon die Drehrichtung erkennen. Ich brauche also keine drei Spannungen, die ich da messe, sondern nur zwei, was die Sache natürlich nachher für den Aufbau der Schaltung sehr vereinfacht.
Die Spannung ist sehr, sehr klein, gerade wenn man jetzt langsam dreht. Also ich drehe mal langsam. Ich bin jetzt im 50 Millivolt Bereich pro Kästchen. Also wenn ich langsam drehe, wird eine sehr kleine Spannung erzeugt. Um die verarbeiten zu können, muss die natürlich erstmal verstärkt werden. Und dazu habe ich natürlich einen Operationsverstärker genommen. In dem Fall einfach einen nicht invertierenden Verstärker. Die Verstärkung habe ich hier mal ausprobiert. Die ist relativ hoch mit 28, also hier ein 270 Kiloohm, da ein 10 Kiloohm. Und den habe ich also pro Ausgangsspannung eingesetzt. Und wie das Signal aussieht, das möchte ich natürlich hier auch mal zeigen auf dem Oszilloskop. Ich drehe jetzt mal hier sehr langsam wiederum. Man sieht jetzt oben die gelbe Linie, das zeigt wirklich die Spannung an dem Motor an. Und unten ist die verstärkte Spannung hinter dem Operationsverstärker. Ich mache auch mal hier einen Single Mode und lasse das mal aufzeichnen. So sieht es jetzt also aus. Unten ist jetzt eingestellt 1 Volt pro Kästchen, das heißt, man geht schon relativ hoch hier in der Spannung. Der Spannungsverlauf ist aber jetzt noch überhaupt nicht praktikabel, jetzt zum Beispiel für einen Mikrocontroller, sodass ich dahinter noch einen Schmittträger natürlich schalte, der ab einem bestimmten Wert einschaltet und dann bei einem anderen bestimmten Wert eben ausschaltet, sodass ich denn hier eigentlich nur noch ein Rechteck rausbekomme. Dadurch, dass der Operationsverstärker nur mit 5 Volt betrieben wird und keine negative Spannungsversorgung hat, kann er natürlich auch hier nicht verstärken. Das heißt, in dem Moment, wo er hier runter geht, bleibt er bei 0 und geht dann hier hoch. Das ist natürlich dann optimal später, um das Signal weiter über einen Schmittträger verarbeiten zu können. Für die Weiterverarbeitung habe ich hier einen nicht invertierenden Schmittträger verwendet. Man sieht hier das Verhältnis 10 Kiloohm zu 120 Kiloohm bei maximal 5 Volt. Damit stellt sich eine Kippspannung von ungefähr plus minus 416 Millivolt ein. Allerdings ist es angehoben hier um diesen Punkt und der Punkt, da rechne ich einfach mal mit 600 Millivolt, sodass nachher die Kippspannung bei ca. 1 und 0,2 Volt liegt. Am Oszilloskop kann man das ganz schön sehen. Ich werde jetzt also am Oszilloskop mal die Eingangsspannung natürlich messen, die Ausgangsspannung hier hinter dem Verstärker und auch die Spannung hinter dem Schmittträger. Die gelbe Linie zeigt nun die Motorspannung an, die mittlere ist die Spannung hinter dem Verstärker und die violette ist die Ausgangsspannung vom Schmittträger. Und wenn ich jetzt hier ein bisschen drehe, dann sieht man, man bekommt oben wirklich ein schönes Rechtecksignal raus. Ich werde mal hier auch nochmal in den Single-Mode gehen und das aufzeichnen. So. Und was man jetzt eben hier auch nochmal messen kann, ist mit den Cursern mal die Kippspannung. Ich werde hier mal hier mit dem Cursor 1 gucken, wo die Kippspannung hier liegt. Und mit dem Cursor hier auf der Cursor 2 auf der anderen Seite. Hier unten sind jetzt die Kippspannungen angegeben, also bei 835 Millivolt und bei 395 Millivolt. Es kommt nicht ganz hin mit den Berechnungen, die ich ja gemacht habe, mit ungefähr plus 1 Volt und plus 0,2 Volt. Das kann aber daran liegen, dass diese Spannung hier in der Diode nicht exakt 0,6 Volt beträgt, sondern vielleicht etwas weniger da vorhanden ist. Um mittels Mikrocontroller jetzt auch die Drehrichtung rauszubekommen, muss ich natürlich auch eine zweite Spannung am Motor messen. Ich habe ja bis jetzt meinetwegen hier diese Spannung an Pin 2 gemessen und aufbereitet. Und das muss ich natürlich auch mit der Spannung an Pin 1 machen. Und das will ich mal kurz am Oszilloskop zeigen, weil man dann nämlich sieht, wie die sich verhalten. Also ich werde dann nur die Ausgangsspannung vom Schmittträger mal messen. Die beiden aufbereiteten Signale jetzt hier von Pin 1 und Pin 2 möchte ich mal am Oszilloskop zeigen. Und zwar, wenn ich jetzt hier den Motor mal drehe, rechts rum, dann sieht man sehr schön die Phasenverschiebung und man sieht auch, dass das gelbe Signal zuerst nach oben geht und dann das violette. Also bei der Rechtsdrehung, wenn ich jetzt links rum drehe, dann geht zuerst das violette nach oben und dann das gelbe und somit kann ich die Drehrichtung bestimmen. Ich werde nochmal hier in den Single Mode gehen und das aufzeichnen. Dauert einen Moment. Und ich habe jetzt rechts rum gedreht. Und um sowas mit dem Mikrocontroller auszuwerten, macht man Folgendes. Der eine Pin wird an einen externen Interrupt angeschlossen, meinetwegen der gelbe. Und der zweite wird an einen normalen Eingangspin angeschlossen. Und
Wenn jetzt also der Gelbe hier ein Interrupt auslöst, wird in der Interrupt-Service-Routine geguckt, ist der PIN, hier wo das violette Signal dran ist, auf High oder Low. Und je nachdem, ob er auf High oder Low liegt, erkennt man dann, wie rum gedreht wurde, rechts oder links. Und dann kann man eben noch eine Zählervariable hoch oder runter setzen, sodass er dann nach oben oder nach unten zählt. Bevor ich auf die Software eingehe, möchte ich noch mal kurz einen Überblick über die Hardware hier geben. Verwenden tue ich einen Atmega 8 als Mikrocontroller, da kann aber natürlich jeder andere Controller verwendet werden. Und ich verwende hier einen LMC 6044, einmal für den Verstärker auf beiden Seiten und die Schmitt-Trigger. Der eine Ausgang von dem einen Schmitt-Trigger ist angeschlossen hier an den Int 0 von dem Mikrocontroller, also den externen Interrupt 0. Und der andere ist dann an einem normalen Eingangspin angeschlossen. Als Display habe ich hier noch eine 7-Segment-Anzeige gezeichnet. Die ist im Moment nicht drin. Ich habe da eine Dot-Matrix-Anzeige dran, aber das spielt letztendlich auch keine Rolle. Also so ist der generelle Aufbau, wie ich ihn hier habe. Und dazu möchte ich jetzt natürlich gleich nochmal auf die Software eingehen. Also was spielt sich denn hier letztendlich im Atmega 8 so ab? Im oberen Bereich des Programms habe ich hier mal kommentiert, was die Software, was das Programm eigentlich macht. Und ich habe auch nochmal kurz ein Hardware-Setup dargestellt. Ich habe ja nochmal geschrieben, es handelt sich hier um ein Display vom Typ DLG7137. Das ist ein Intelligent Dot Matrix Display. Was das ist, da komme ich vielleicht nochmal später drauf zurück. Und ich habe hier nochmal kurz notiert für mich, ja, wie ist eigentlich der Controller angeschlossen, also was ist da angeschlossen, an welchem Pin, damit man nachher in der Software sieht, wo man da ran muss. Und ja, man sieht hier, der Channel 1 von dem Motor, also das aufbereitete Signal, geht hier an den externen Interrupt und der Channel 2, der geht hier einfach an einen Eingangspin. Die Dot-Matrix-Anzeige ist hier angeschlossen und kennzeichnet mit D0 bis D6, also hier, hier und auf der anderen Seite, sodass ich dann wirklich genau weiß, welche Pins ich da konfigurieren muss von der Software her. In der Main-Hauptfunktion passieren zwei Dinge, also wichtige Dinge. Zum einen wird hier der Interrupt auf Int 0, also der externe Interrupt, eingeschaltet. Und das zweite ist, der Interrupt wird so konfiguriert, dieser Pin, dass er hier auf eine steigende Flanke wartet. Und danach werden die Interrupts freigeschaltet hier und danach springt er in die While-Schleife und wartet letztendlich auf einen Interrupt. Wird ein Interrupt ausgelöst, dann geht das Programm hier in diese Interrupt-Service-Routine von dem Int 0, also von dem externen Interrupt, und dann wird geguckt, ob der Pin PD5 auf High oder auf Low ist. Und wenn das der Fall ist, also wenn er auf High ist, dann wird hier diese Zählervariable hochgesetzt. Hier in dem Fall zähle ich bis 9 und wenn er 9 erreicht hat, bleibt er dort stehen. Also wenn der nach wie vor auf High ist, der PD5. Wenn der allerdings auf Low ist, der PD5, dann wird er runterzählen, nämlich hier I-. Und das macht er so lange, bis er auf 0 geht und dann dort stehen bleibt. Im Anschluss daran muss natürlich das angezeigt werden. Und das passiert hier mit dieser Switch-Anweisung. Also er guckt, wie hoch diese Zählervariable ist. Und je nachdem, hier in dem Fall geht es dann nur bis 9, also 0 bis 9, zeigt er mir dann an dem SEC-Port an. SEC-Port ist definiert als Port B. Welches Pattern, also welches Muster er sozusagen hier auf der Dot-Matrix-Anzeige anzeigen soll. Dieses Symbol Patterns ist ein Array-Name und er soll hier zum Beispiel bei einer 5, also wenn die Variable hier oben auf 5 erreicht hat, dann soll er natürlich auch 5 anzeigen. Und wenn ich jetzt hier in das Array mal gehe und das Element 21 oder das 21. Element aussuche, dann müsste dort eigentlich eine 5 stehen. Ich gehe mal hoch in die Definition von dem Array und man sieht hier, dieses Array hat 96 Elemente und wenn ich jetzt hier runter blättere, dann muss das hier wohl ja das 21. Element sein. Das ist also hier die 5. Dort werden hier die verschiedenen Pins eingeschaltet
Und dann zeigt er eben die 5 an auf diesem Display. Hier in dem Array steht nochmal für die 5 eben D0, D2, D5 und D4 müssen eingeschaltet werden, damit die 5 erscheint. Diese Informationen hier stammen aus dem Datenblatt von dem .matrix-Display. Man sieht, ich habe hier auch alle anderen Symbole mit eingebunden, also alle 96. Ich habe, also normalerweise brauche ich die jetzt hier nicht, aber ich habe es trotzdem mal gemacht. Und diese Definition von D0 bis D6 ist eben hier drüben zu sehen, sodass man denn dort die Zuordnung machen kann, welche Pins eingeschaltet werden. Das Programm gestaltet sich also relativ einfach. Ich will noch mal kurz auf die Hardware eingehen. Man kann natürlich so einen Drehimpulsgeber für verschiedene Dinge verwenden. Ich habe ja hier die eine Möglichkeit, dass ich einfach hier bis 9 drehe und dann wieder runter bis 0. Ich habe hier einen zweiten Modi in der Software drin. Und zwar ist es der, dass er sozusagen zufällig beim Drehen eine Zahl anzeigt. Man könnte das eben jetzt auch als Würfel verwenden. Also man sieht, er zählt eigentlich nur bis 6, von 1 bis 6. Und wenn ich jetzt hier ein bisschen schneller drehe, kann ich hier sozusagen würfeln. Also wenn man jetzt hier noch eine CD raufschraubt, dann hat man ein bisschen mehr Schwung und dann könnte man das als elektronischen Würfel verwenden. Zum Schluss möchte ich noch mal ganz kurz ein Demo-Programm hier auf dem Controller laden, damit man mal sieht, was hier diese Anzeige alles anzeigen kann. Dazu werde ich das jetzt mal hochladen. Ich hoffe, dass es funktioniert. Ah ja, er startet jetzt hier schon. Das sind also die Symbole, die man hier anzeigen lassen kann bei dieser .matrix-Anzeige. Man muss also dort nichts irgendwie dekodieren oder so, sondern man hat eigentlich eine ASCII-Tabelle und anhand dieser kann man eben dann diese Datenleitung D0 bis D6 steuern und dann zeigt er entsprechend ein Symbol an. Man sieht jetzt hier zum Schluss nochmal so den generellen Aufbau, den ich hier verwendet habe, ein Steckbrett, dann natürlich den Motor, die Anzeige. Ich habe hier ein Board genommen, ein uraltes Mikrocontroller-Board, und zwar war das mal aus einem Bausatz zu einem Buch von Roland Walter. Das verwende ich immer wieder mal, das ist relativ klein und auch handlich zu bedrahten, sage ich mal. Und hier oben habe ich noch den USB-ASP-Programmieradapter von dem Thomas Fischel Nachbau und somit habe ich das hier aufgebaut. Das ist also relativ preiswert und auch einfach. Ja, das war mal hier wieder so ein kleines Projekt, eine kleine Vorstellung, wie man hier so einen Motor als Drehencoder verwenden kann. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Spaß und tschüss.